Hallo, ich habe die Schweine gerade sauber gemacht und es gibt Heu, habe ich aufgefüllt. Es gibt es ja hier immer, ständig. Und die freuen sich tatsächlich hier über das Heu. Und jetzt bin ich gespannt. Heute gibt es was ganz Neues. Heute gibt es einen Bio-Kürbis. Ich hasse Kürbis. Und mein lieber Mann isst immer gerne Kürbis und der hat jetzt einen halben Kürbis, hat er schon zubereitet gehabt, wo ich wider Willens mitgegessen habe. Und die andere Hälfte von dem Bio-Kürbis bekommen jetzt die Meerschweinchen. Und ich bin gespannt, wie die drauf reagieren, ob die den Kürbis mögen. Natürlich roh und nicht gekocht. Schweine! Schweine, es gibt was Besonderes heute. Es gibt heute Kürbis. Und dann bin ich mal gespannt. Ne? Es riecht ja auch nie besonders, ne? Es ist ja kein Gras und keine Petersilie und irgendwas anderes Duftendes. Es ist halt nur ein Kürbis. Aber er ist feucht. Mal feuchter wie das Gras da, das trockene. Mal mittags gab es ja Gurke, jetzt ist es nachmittags. Also die Gurkenzeit ist vorbei. Dann kommt das Abendessen und nachmittags, das ist halt jetzt hier zwischendurch, weil ich zu Hause bin. Also, Charlotte. Charlotte findet Gefallen dran. Ich bin mal gespannt, ob noch mehr dazu kommen. Da gibt es halt ein Video nur von dir, Charlotte. Anderen interessiert das gar nicht, wie du das hier schnupst. Wenn es Frühstück wäre, da wäre das was ganz anderes. Irgendwie haben die Schweinchen ihre Zeiten. Die wissen genau, es gibt Frühstück, Frisches, es gibt Mittag, Gurke und es gibt abends, so gegen 20 Uhr, auch wieder frische Sachen. Und jetzt ist es nachmittags um 3 Uhr. Und das ist jetzt außer der Reihe. Und die freuen sich hier immer noch über das Heu, wo es doch jeden Tag dieses Heu gibt. Das hole ich immer vom gleichen Bauern. Das heißt, die haben da einen Laden mit Lebensmitteln, also auch für Menschen, also Nudeln, Mehl, ganz besondere, gesunde Sachen. Und auch Futtermittel für Pferde, für Hühner, für Meerschweinchen. So war es das schon hier gewesen mit dem Kürbis. Charlotte, zeig es den anderen mal. Kommt die Katie. Katie tastet sich vorsichtig an diesen Kürbis. Das Orangene, das Außen, das gefällt dir jetzt. Ja, es könnte was Besseres sein, hä? So richtig toll ist das nicht. Ist keine Gurke.
Ja, Charlotte, hast schon die Schnauze voll von diesem Kürbis. Und das ist hier Chantal, das hier. Und die frisst auch lieber das Heu. Versteh mal die Schweine. So, jetzt kommt die Maggie. Maggie! Probier du mal. Probier du mal. Ja, zum Wegziehen ist er eigentlich zu schwer. Da mal die Pauline. Die anderen sind immer noch am Heu. So. Jetzt die Chantal ist jetzt gekommen. Heieiei, jetzt haben wir schon drei Schweine an dem Kürbis. Ist ja Wahnsinn. Ja, ist nie so rasend. Ich kann das leider nicht gut rüberbringen, wie toll der ist, dieser Kürbis, weil ich es ja überhaupt nie mag. Wahrscheinlich meine Aura. Spüren die Meerschweinchen, dass ich sie mag und dann finden sie das auch nicht so toll. Naja, heute Abend gibt es wieder was Besseres, Leckeres. Zurzeit gibt es ja auch Maisblätter und hin und wieder gibt es auch noch Gras. Draußen regnet's. Gestern haben wir noch Gras geholt. Und die restlichen sind immer noch am Heu hier. Na, Pauline, willst du mal probieren? Die ist leider immer noch so schüchtern. Also von den Schweinchen hier kennt niemand Kürbis bis jetzt. Ja, mal probieren kann man ja, ne? Wer kommt jetzt hier unten? Kommt noch jemand? Was rot, weiß ist? Camilla? Ja, wenn es Gurke wäre, da wären wir alle da, ne? So. Ganz vorsichtig, das könnte ja bedrohlich sein hier, dieser Kürbis. Naja, da haben sie aber was Neues. Bisschen Beschäftigung, knapper Beschäftigung. Und das soll es dann gewesen sein, dass das Video nicht ganz so lang wird. Na, ist ja doch nie so rasend hier. Dann sage ich euch Tschüss und Tschüss, bis zum nächsten Mal.